Ja, hallo. Wir nehmen euch heute mal mit zu einem der klassischen Tests, die wir so machen. Und zwar ist das ja mal mit der Bodenbelagsindustrie oder mit der Bauchemie. Und heute fahren wir mal nach Osmo. Osmo kennt ihr wahrscheinlich sonst eher aus dem Bereich hier Hartwachsöle für Parkett und Holzdielen. Und wollen uns da mal was Neues angucken. Und zwar ist das Betonöl auf mineralischen Untergründen. Und ja, dafür muss der Schripper natürlich erstmal raus. Die anderen Sachen rein, die wir brauchen, und dann schauen wir gleich mal. Und sind jetzt hier bei Osmo, da steht es auch nochmal. Und der Ralf ist hier. Hallo, moin, moin. Moin. Was machst du so bei Osmo? Ich bin Fachberater im Außendienst, bin fürs Handwerk unterwegs, mache Schulungen bei Osmo, mache Schulungen im Handwerk und ja, das ist so mein Auftrag. Genau, und Ralf und ich haben halt schon öfter auch Schulungen bei uns zusammen gemacht zum Thema Parkett und da geht es dann mehr um das Thema Hartwachsöl. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, heute soll es mal um was ganz Verrücktes gehen, nämlich Betonöl. Das sagte mir jetzt vorher gar nichts, deswegen weiß ich auch noch nicht so richtig, was uns jetzt hier erwartet, aber Ralf macht das schon. Wir haben jetzt mal eine Fläche hier gespachtelt, das zeigen wir euch gleich mal und dann gucken wir einfach mal weiter, oder? Genau. Betonöl für uns ja auch ein relativ neues Thema. Klar, bei uns war bisher immer die Oberfläche, die zu beschichten war, Holz, aber wir wissen, dass natürlich unsere Öle auch auf mineralischen Untergründen gut funktionieren und deswegen haben wir uns des Themas mal angenommen. Reicht jetzt, lass es doch mal. Okay. Ja, was wir hier gemacht haben, wir haben einfach eine ganz normale Spachtelmasse genommen. Die Spachtelmasse sollte natürlich schon eine hochwertige sein. Das heißt, eine Spachtelmasse, die ihr sonst auch für den Bereich Parkett benutzt, weil die einfach abriebfester ist. Ne? Was wir gemacht haben, wir haben dann noch Farbpigmente eingearbeitet, schwarze. Und dadurch kamen halt dann diese ja, wellenartigen, kältenschlagartigen Farbveränderungen hier rein und das schleifen wir jetzt einfach mal auf und gucken mal, wie es dann aussieht. Was soll die Hauptanwendung sein? Wie wollt ihr das einstufen? Also das Betonöl ist im Prinzip für alle mineralischen Untergründe im Innenbereich. Für, ich sag mal als gutes Beispiel, der Bau ist fertig, für Fliesen im Keller ist kein Geld mehr da. Erstmal. So, jetzt haben wir den Estrich im Keller und der hört ja nie auf zu stauben.
und mir fällt die Flasche Wein runter und dann zieht die da ein. Also, um das zu verhindern, verarbeiten wir das Betonöl auf der Fläche, imprägnieren die Fläche damit und schützen so die Fläche vor Verschmutzung und damit die aufhört zu stauben. Okay. Das kennen wir natürlich schon, wenn wir unsere Kisten im Keller verrücken, dass dann immer wieder Staub auftaucht, genau. Den sind wir natürlich dann befreit. Genau, die hört ja nicht auf zu stauben sonst. Ne? Ja, okay, genau. Okay. Also ist das, was wir hier gemacht haben, zwar schon in der Praxis auf jeden Fall denkbar eigentlich, aber also wahrscheinlich in der Fläche nicht die größte Anwendung. War nur ein Beispiel. Natürlich, genau. Ganz klar, Sichtbetonflächen im Innenbereich. Wir haben heute in modernen Bauten ja auch viele, ich sag mal, Wände, Sichtbetonflächen und so weiter. Und um die so ein bisschen vor Spack und Fingerschmutz und Fett zu schützen, ist das natürlich auch ideal, das damit zu imprägnieren. Wie sieht das auch mit Stuhlrollen eigentlich? Ja, das ist ja eine Imprägnierung, die einzieht. Wir bauen keine Schicht auf, von daher ist es kein Problem, auch mit Stuhlrollen und so weiter. Okay. Das ist schon, wird schon eine anspruchsvolle Oberfläche. Also ist es dann ja eigentlich davon abhängig, was die Spachtelmasse kann oder was der Beton kann und nicht, was die Imprägnierung kann. Genau. Ja. Ne? Denn wir bauen ja mit der Imprägnierung keine Schicht auf, sondern die zieht ja wirklich ein. Ja. Und an der Oberfläche bleibt eine ganz, ganz hauchdünne Wachsschicht, die aber so standfest ist, dass da auch nichts passiert. Auch mit Möbelrollen nicht oder okay. Stuhlrollen oder so. Was ich vielleicht auch eine ganz witzige Sache finde, man sieht das auch dazu, dass um einen Kamin einfach gespachtelt wird mit der Sichtspachtelmasse oder andere Spachteltechniken. Wäre das da ein Problem, dass man sagt, ja, das imprägniere ich jetzt auch mit dem Betonöl und dann kommt da halt ab und zu mal so ein warmer Span drauf oder halt ein bisschen Holzspäne oder so. Wäre das vielleicht auch ein Ding? Ich denke mal überhaupt kein Problem, weil wir wissen von unserem Hartwachsöl, und das sind ja ähnliche Substanzen, die im Betonöl drin sind, dass sich das Brandverhalten beim Holz zum Beispiel durch das Hartwachsöl oder durch das Öl überhaupt nicht verändert. Okay. Ja, das heißt, eine Untergrundfläche, die so nicht brennbar ist, wird auch dadurch nicht brennbar. Ja, und der Punkt ist ja einfach, durch das Betonöl ist es halt einfach noch ein bisschen was anderes, als wenn ich jetzt die Fläche lackiere, ich kriege noch ein bisschen mehr optische Tiefe, ne? Denke ich mal. Wie wir es dann beim Holz halt auch haben. Ne? Genau, also wir werden sicherlich eine starke Anfeuerung kriegen, weil wie gesagt, das Öl zieht ein und feuert ganz stark an. Ja. Ganz klar. Ja. Also sicherlich eine andere Optik, als wenn wir eine Versiegelung da drauf machen. Genau, also eine andere Tiefe, ne? Ja. Wie beim Holz auch. Ne? Genau. Also ich finde das sehr spannend. Wie gesagt, wir ist ja einmal so ein praktisches Beispiel aus der Industrie. Wir tun uns zusammen, probieren ein paar Dinge, haben das uns jetzt auch mal zusammen angeguckt. Fand ich sehr interessant. Danke, dass wir das mit zusammen hier machen konnten. Ja, danke auch, Carsten. Und wir sehen uns nächste Mal. Ne? Auf jeden Fall. Macht's gut. Macht's gut, ciao.